Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past Randomizer in der Triforce Hunt. Drei geile Splitter sind jetzt noch zu finden. Gilt es noch zu finden. Das ist erstaunlich wenig. Das hier ist die dritte Folge. Das ist krass. Das ist meiner Meinung nach sehr krass. Yikes, Moment, ich muss mal eben kurz, ne, hier so. Das ist ein demokratisches Problem mit denen. Mein Ziel ist Sahasrara. Das habe ich ganz vergessen. Nein, habe ich nicht. Warte. Hab ich das? War ich echt so dumm? Ich habe das nämlich nicht abgehakt. Really? Weil ich war da, ne? War ich bei Sahasrara? Ah, ich hab's nicht abgehakt. Nein, ich dachte, das wär's jetzt. Ich dachte, da krieg ich Rubine oder eine Lampe, das Buch oder den... Weiß ich nicht. Der Bogen würde mir nichts bringen. Buch, Lampe oder Spiegel. Für Desert Palace, Hera's Turm oder Ostpalace. Ey, das kann nicht sein. Ich brauche Rubine, aber woher? Okay, Leute, ganz kurz. Bevor ich mich jetzt hier... Yikes. Bevor ich euch jetzt hier langweile, unnötig Zeit ins Land geht und ich hier dran verzweifle, ich google jetzt mal eben, wie man sehr schnell in A Link to the Past ohne weitere Hilfsmittel, ohne großartigen Aufwand, schnell Rubine kriegt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich befinde mich hier in Richtung Desert Palace. Und wenn man die Krafthandschuhe hat, kann man hier diesen großen Stein entfernen. Hier immer wieder reingehen. Immer. Man muss nicht irgendwie save and quitten. Den Screen wechseln. Voll entspannt eigentlich. Mega gut. Und dann kann man hier immer und immer wieder rein. Ausnahmslos. Einfach wieder rein. Und die Rubine hier farmen. Was sehr gut ist, weil jetzt habe ich meine 500 Rubine. Und kann nach King Sora. Das hat jetzt 2 Minuten gedauert. Ich musste halt erst noch kurz danach googeln. Fakt ist, wir haben jetzt unsere Rubies. Ich save und quitte. Weil ich nach links Haus muss. Links Haus. Das ist aber gar nicht links. Das ist rechts. Pass auf, wir müssen... den Teleporter aufsuchen. Na, Quatsch, gar nicht wahr. Wir haben jetzt die großen Handschuhe. Die großen vor allem. Wir haben jetzt die Krafthandschuhe. Alles easy. Wir müssen den Umweg... Sag mal. Wir müssen den Umweg gar nicht gehen. Alles easy. Wir können zur Hexe gehen. Alles easy. Also, glaube ich. Oder war das ein schwarzer Stein? Nein. Nein. Kann gar nicht. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Darf nicht. Darf nicht sein. Sonst könnte man die, ja, man könnte, nein. Man braucht die Flossen ja spätestens für den Wasserdungeon. Hier ist ein schwarzer Stein, ja, aber er hier. Er hier nicht. Also von daher alles easy poopy. So. Freut mich, dass das auch geht. Das erspart Zeit. Das erspart sehr viel Zeit. Droppt einer von euch eventuell, perhaps, maybe, noch auf Hard? Das war ein Fehler am Ende der letzten Folge, ne? Also wer das nicht gesehen hat, ne? Wirklich, die letzten 2 Minuten der letzten Folge. Also der zweiten Folge, um genau zu sein. Der hat wirklich was verpasst. Wer das nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Ist so. Weil, ey, das war legendär. Ich spoiler das jetzt nicht und außerdem, das muss man gesehen haben, um darüber lachen zu können. Wenn überhaupt. So, wir haben jetzt 500 Rubies. Das hier haben wir schon geholt. Da war die Flasche. Da war die erste Flasche.
Der droppt einfach mal eine Fee. Voll gut. Yikes. Alter, oh, schlimm. Ihr blöden Mistviecher. So. Und weißt du was? Weißt du was? Jetzt passt man auf. Ja, ich weiß, das Spiel sieht jetzt gerade scheiße aus. So, Safe Game. Wenn der mir jetzt nichts Vernünftiges gibt, dann behalte ich meine Rubine. Aber was soll ich mit denen machen, ist die Frage. Ja, okay, andere Frage. Was mit den Rubinen? Was soll ich mit den... Ich bin sprachlos. Weil ich nicht weiß... Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber dass mir die Krafthandschuhe, ne, auch nur so wenig ermöglicht haben, ne, ist auch eine Frechheit. Ist eine Frechheit, ist das. Keine Ahnung, ich... Ich habe mich ja letztens gefragt, warum ich nicht, ne, ihr ohne Master Sword Arcanim und so, ne? Das Cape. Das Cape scheint das Siegel auch zu nicht zu brechen, aber man kann hindurch. Ja. Ja, das ist... Ja, ich... Keine Ahnung. Ich... Kein Plan. Es geht... Es... Komme ich im Hyrule Castle noch weiter? Selbst wenn, ich habe die Lampe nicht. Ich habe die Lampe nicht. Aber der Seed ist schaffbar. Ich schwör's. Ich schwör's, wirklich. Ich schwör's. Ich habe drauf geachtet. Nochmal mehr als sonst wo. Aber das kann nicht sein. Das Spiel zwingt mich nicht, durch dunkle Räume zu gehen ohne die Lampe. Hier läuft was falsch. Hier läuft ganz klar was falsch. Und ganz... Ja, hole ich mir jetzt die Rubine wieder oder nicht? Weil... Weiß ich nicht. Was kann man mit Rubinen sonst noch machen? Dafür kenne ich das Spiel leider nicht gut genug. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hilfe. Ja. Schon wieder hat King Sora nichts gebracht. Schon wieder. Ich glaube auch schon... Boah, lasst mich lügen. Das dritte Mal in Folge bomben? Kann das sein? Es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern. Ich weiß, wie ich weitermachen soll. Keine Ahnung. Oh, der ist gut. Boomerang. Bomben.
Das haben wir gemacht, das ist bewusst. Schaufel. Luftmedaillon. Der blaue Stab. Eine Flasche. Krafthandschuhe. Pegasusstiefel und die Flossen. Level 1 Schwert, Level 1 Rüstung. Nein, das ist richtig. Da fehlt nichts. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas. Schade, dass ich die Karte nicht fragen kann. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Irgendwas. Irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Sag mal, ich fange jetzt an mir selbst zu zweifeln, aber in der Mini-Moldorm-Cave gibt es ja 4 Kisten und der Bandit gibt ja einem etwas. Der Bandit, der Dieb, whatever. Hab ich den nicht angesprochen? Ich weiß, ist sehr weit hergeholt, aber an solchen Sachen zweifle ich gerade. Really. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber Fakt ist, der Seed ist schaffbar. Warte mal. Ich hab doch die Krafthandschuhe. Ach, den Hammer. Aber kann ich denn mit den bloßen Hand. Mit den bloßen Krafthandschuhen. Nicht in die Schattenwelt? Doch, natürlich, über. Jetzt mal Piano. Der Teleporter in Kakariko. Brauche ich den Hammer für. Brauche ich den Hammer für. Das kann doch nicht sein. Angenommen, ich hätte den Hammer. Nö, das würde auch nichts ändern. Das würde nichts ändern. Wenn ich den Hammer und den Spiegel hätte? Auch nicht. Hä? Ist meine Karte kaputt? Irgendwas läuft hier ganz gewaltig falsch. Und ich weiß leider nicht, was. Was bräuchte ich denn, um in die Schattenwelt zu kommen? Es sind nicht die goldenen Handschuhe. Es ist nicht der Hammer. Es ist auch nicht der Spiegel. Spiegel und Mondperle. Ja, aber hab ich nicht. Hab ich nicht, ist Fakt. Ist Fakt, hab ich nicht. Woher? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ich übersehe irgendwas. Ich übersehe irgendetwas. Irgendwas ganz Simples, glaube ich. Lumberjack Cave. Blau steht für kann ich mir ansehen. Gelb steht für kann ich nicht abschließen. Und Orange steht für könnte man sich durchschummeln. Aber ich habe keine Lampe und ich mach's auch nicht. Ich muss was im Hyrule Castle. Ich muss irgendwas im Hyrule Castle übersehen haben. Glaube ich. Aber ich habe die Lampe nicht, das ist Fakt. Keine Ahnung. Ich bin dezent überfragt. Ich weiß wo. Scheiße, ich weiß wo. Oder? Doch, hier war ich oben, ne? Doch. Doch, hier war ich. Klar, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin total überfragt. Ja, hier war ich nämlich. Hier war ich, aber ich habe die Lampen. Wow, ich sehe ja viel. Nee, das hier kann nicht das Rätsels Lösung sein. Das hier kann nicht das Rätsels Lösung sein. Und wir waren unten. Wir haben unten alles abgeklappert.
Und da hilft mir der eine Schlüssel von ganz vom Anfang aus der Kathedrale auch nichts. Weil ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ist Fakt. Angenommen, ich hätte den Bogen, könnte ich auch nicht abschließen. Könnte ich auch nicht abschließen in Ostpalast. Weil ich die Lampe brauche. Ich brauche die fucking Lampe. Ich brauche die fucking Lampe. Hier steht Assistant. Fast Tooltips. Wo sehe ich denn die? When enable item name tooltips will show you more quickly. Ach so. Ja. Nein. Nein. Die fehlt mir. Wie? More quickly. Bring him home? Ja, verstehe ich es nicht. Verstehe ich es nicht. When enable item name tool tips will show up more quickly. Ich keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch der Doofe. Vielleicht ist es total überschaubar. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gemacht ansonsten. Und es ist nicht so, dass dieses eine Item fehlt. Ja doch, die Lampe. Doch, klar, natürlich. Ich weiß es nicht. Pass auf, weil ich jetzt total verzweifelt bin, gehe ich jetzt. Lumberjack. Ich gehe zur Lumberjack Cave, weil man da gucken kann, was es da gibt. So, und Fakt ist, ich will wissen, was es da gibt. Ich übersehe irgendwas. Ich habe irgendwas abgehakt. Ich habe irgendwas abgehakt, was wir insgeheim noch gar nicht gemacht haben. Wetten? Wetten? Muss ja, oder? Muss doch. Muss? Ich übersehe irgendwas. Irgendwas. Bin ich in Kakariko? Kakariko haben wir alles gemacht, laut Map. Warte, ganz kurz. Ist diese Höhle hier von Grund auf dunkel? Ja. Gut, hat sich erledigt. Dafür müsste ich Arganim killen, also besiegen. Aber das ist mir nicht möglich, ohne Umhang oder ohne Master Sword. Ohne Master Sword würde ich das nicht machen. Ein Kompass, Alter, das ist... Ja, aber es hätte auch nichts Wichtigeres sein dürfen. Glaube ich. Weil die wenigsten besiegen Arganim. Die wenigsten. Ich weiß es nicht, ich bin überfragt. Ich könnte 10 Millionen Rubine haben, es wird mir nichts bringen. Mir fehlen Items. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Aber das Spiel zwingt... Nein, das Spiel zwingt mich nicht, durch dunkle Orte zu gehen. Noch nie. Das kannst du auch übrigens nirgendwo einstellen.
Es sei denn, du sagst, du spielst mit Glitches. Ich habe aber no Glitches ausgewählt. Bin ich... Ja, so sicher bin ich mir da nicht. Bin ich ganz ehrlich, so sicher... Bin ich mir da nicht. Aber... Ich erinnere mich, auf der Schaltfläche gewesen zu sein mit der Maus. Fakt ist, es macht vorne und hinten keinen Sinn. Ich gehe jetzt zum Mini-Muldorm Cave. Irgendwo. Muss ich mich vertan haben, verspielt haben, was weiß ich, irgendwas. Warte, kann ich hier nichts machen? Really? Nein! Nein! Natürlich! Of course, klar! So überspringe ich doch den dunklen Teil. LOL! Aber warum sagt er mir, dass ich das nicht machen kann? Weil es zur Kathedrale gehört. Oh, fick dich doch, ey! Hier gibt's drei Truhen! Ja, aber weißt du, was jetzt hier drin ist? Weißt du, was jetzt hier drin ist? Eine Karte und... Ja, eine Karte, ein Kompass und Rubine. Thank God! Das Buch! Heilige Scheiße! Raus hier. Raus hier. Ganz schnell. Ganz schnell hier raus. Ja. LOL! Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, ich gehe da mal zum Mini-Moldorm Cave, ne? So eine Kacke. So, hier gibt's jetzt nichts mehr. Ich gehe aber trotzdem durch die Kathedrale draus, damit dieser hässliche Eingang da offen ist. Und dass in der Truhe hier auch nur ein Schlüssel war, ne? Bin mir schlecht. Das Buch, liebe Freunde. Alter, war das unnötig lang. War das, Alter. So viele Denkpausen vor allem. Nein. Der Scheiß auf den Kescher. Wir haben... Ah! Aber warum kann ich diesen Tempel hier nicht abschließen? Die Scheißlampe! Die Scheißlampe! Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die Lampe so ausschlaggebend ist. In so vielen Bereichen und Situationen und... Da gibt's aber auch nur zwei Truhen. Das ist doch nichts. Das ist nichts. Aber wir haben die Krafthandschuhe. Das heißt, wir können den Boss besiegen. Warte, ich kriege hier gerade Nachrichten rein. Give me a moment. Mhm. Okay, nee, alles gut. Hört auf, da irgendwie was reinzu... Hört auf! Mensch! Ey, die posten hier die ganze Zeit Nachrichten. Schlimm. Ja. Dass das zur Kathedrale gehört, klar, aber warum ist denn hier nicht zumindest ein Punkt? Hier müsste meiner Meinung nach ein Punkt sein. Wo auch nochmal steht Kathedrale. Klar, würde auch Verwirrung manchmal, ja, aber mir hätte es, mir, ganz ehrlich, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Mir wäre da zumindest aufgefallen, ach ja, die Krafthandschuhe, ne, klar, logisch, ne, der Eingang. Weil das sind drei fucking Truhen. Hier bin ich falsch. Das sind drei verdammte Truhen. Sag mal, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Egal. Ich sag euch, wie es ist. Wenn im Desert Palace jetzt nur Scheiße ist, nur Klumpatsch,
nur Bockmist. Ey, ich sag, da, nee. Dann bin ich... Nein. Dann ist alles vorbei. Erstmal aufs Maul. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Das hat mir auch nichts gebracht, damit der scheiß Rubin, ey. Voila, ich sag dir, ich mach's zur Tradition aus Prinzip. Aus fucking Prinzip. Nicht zum Sora King zu gehen. Der hat mir bis jetzt noch nie was Gutes gegeben. Nicht nur nichts Gutes. Jedes Mal Bomben. Jedes verdammte Mal. Jedes Mal. Das kann's nicht sein. So. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Aber ich hatte recht mit meiner Vermutung. Lampe, Buch oder weiß der Deibel. Die Lampe. Ich brauch die Lampe, verdammte Scheiße. Ich brauch die fucking Lampe. Ja, schießt du nur, du. So. Gott sei Dank haben wir die Pegasus-Stiefel und können uns da was von der Lampe... Also... Ach, dieser Fackelständer da, dieses hier in dem Raum. Da ist tatsächlich wie... Da war auch beim letzten Mal ein Schlüssel, ne? So, den Schlüssel setze ich direkt ein. Nein, da komme ich nicht weiter, weil ich die Lampe brauche. Hier ist eine Truhe, hier ist eine Truhe. Oh, Lukas. Please. Please, Anneliese. Ja. Ja, Achsewechsner. Splitter. Aber ich komme ohne den Schlüssel. Alter, von dem... Was? Von diesem Dungeon... Lol. Aua, lass das doch mal bitte. Ich habe von diesem Dungeon hier nichts. Keine Karte, kein Kompass, gar nichts. Es könnte sich rein logisch betrachtet alles hier befinden. Hier ist eine Kiste. Hier ist nicht direkt dunkel. War das überhaupt hier in dem Dungeon? Genau. Splitter. Das waren unsere zwei Truhen. Das waren unsere zwei Truhen. Wir sind hier durch. Aber das bringt mich nicht weiter. Doch, warte. Ganz kurz. Ganz kurz. Moment. Ja, es ist okay. Hier ist eine Kiste. Moment. Hier muss ein Schlüssel drin sein. Der Boss-Key. Alter. Warum sagt er mir, ich kann hier nicht... Ich kann hier nicht... Wieso zum Geier sagt er mir, ich kann den Boss nicht machen? Ich hab die Krafthandschuhe. Ich blick das hier nicht. Ganz ehrlich, heute ist echt der Wurm drin. Das blick ich nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Der sagt mir, ich kann den Boss nicht machen. Brauche ich dafür Pfeil und Bogen? Die Lampe, sagt er mir. Sollte aufhören zu spucken. Der sagt mir, ich brauche dafür... Fick dich. Der sagt mir, ich brauche dafür die Lampe. Wir öffnen erstmal die große Truhe. Hallo! Ey, sag mal, du bist doch widerlich, ne? Du bist doch richtig widerlich. Real Talk. Verschone mich, verschone mich, verschone mich. Oh, thank God. Hearts. So. Ich wollte nämlich rausgehen. Wie kann das sein? Irgendwas. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Ich kann es nicht abhaken. Weil... Normalerweise... Ja, weil wegen ohne Karte und Kompass. Naja. Das ist jetzt die Verwirrung, die aufkommt. Das ist... Aber das ist Verwirrung, wo ich mich im Vorfeld drauf einstellen kann und sagen kann, ja, das macht doch noch Sinn. Ich habe keinen Fehler gemacht. In dem Sinne. Falsch abgehakt, etc. Etc. Aber warum sagt er mir, ich kann nicht zum Boss?
Warum? Mal gucken. Warte, hab ich nicht? Nee, die Flasche ist gefüllt. Okay. Dann ist gut, dann ist gut. Nee, ist okay. Warum sagt er mir, ich komme nicht zum Boss? Oder bin ich jetzt doof? Ich sammle das hier trotzdem ein, ne? Hier muss es irgendwo einen dunklen Bereich geben. Ach nee, so war das. Hallo? Ach nee, es war die andere Seite, ne? Nein, hier brauche ich nur einen Schlüssel. Glaube ich. Hoffe ich. Please. Sag mal. Warum sagt er mir, ich komme nicht zum Boss? Und er sagte, mit Lampe wird's gehen, ne? Warte, ich guck noch mal ganz kurz. Mit Lampe wird... Ja, dann, die Karte lügt niemals, ne? Wie gesagt, die Karte hat immer recht. Die ist richtig. Glaub mal. Wenn die Karte sagt, ich komme hier ohne Lampe nicht zum Boss. Nein, es ist sowas. Mit Fackel anzünden. Stimmt. Stimmt. Scheiße. Stimmt. Klar, die einfachsten Dinge. Er hat recht. Was? Sag mal, muss das jetzt sein? Oh, unnötig. Unnötig, unnötig, unnötig. Ja, hier braucht man die Lampen. Oder den Feuerstab, damit wird's auch gehen. Ist nicht wahr. Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Oh nein! Ich brauch die Lampe! Und wir müssen gerne! Nein! 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 Passt auf! Das hat alles keinen Mehrwert. Aber ich kann mit dem Buch sonst nichts machen. Doch. Ich kann gucken, was ist am Master Sword Podest, Sockel geben würde. Würde. Aber ich habe nicht ein Amulett. Keine Ahnung. Ich muss mich mal sammeln, was das angeht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr euch diesen Mist hier immer noch gibt. Vielleicht ist das ja für euch auch gar nicht so ein großer Mist. Mir macht Spaß. Auch wenn es nicht so wirkt manchmal. Es macht mir Spaß. Aber hier dran, ich habe wieder was übersehen. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist wie in der Kathedrale jetzt. Es ist wie in der Kathedrale. Irgendwas, was du nur zur Hälfte abschließen könntest. Aber mit dem Buch, das Buch, ich habe jetzt zwei Splitter und das Buch gekriegt. Und es ist alles merkwürdig. Es ist alles merkwürdig. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.